So, liebe Leute, welcome back. Ich denke mal, das wird jetzt die letzte Folge werden, bevor wir dann wirklich in den ersten Spieltag gehen. Was für eine Woche lang wirklich Vorbereitung, ey. Unglaublich. Aber es ist halt wichtig, gerade mit der Idee der U23 dann wirklich mit Konzept ranzugehen. Alles andere wäre einfach schade drum, wenn wir da das jetzt schleifen lassen würden, ne? Ganz klar. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's denn aus hier mit dem Lippmann? Wie sieht's denn aus? Fiegel, auch Wehner. Zwei Linksverteidiger haben wir hier. Was fehlt uns hier? Noch ein Innenverteidiger fehlt uns hier, ne? In der Reserve. Noch ein zweiter oder ein dritter noch. Das wäre nochmal eine Idee, da einen ranzuholen. Zwei Sachen will ich ganz gerne machen. In erster Linie wollen wir nochmal schauen, ob es was auf dem Transfermarkt. Immer im Blickfeld. Wir gucken mal im Blickfeld. Was haben wir denn hier? Talent, was haben wir denn im Blick? Elumo haben wir geschaut, ist zu teuer. Troué haben wir da. Besenlehner. Lippmann, Mats Müller, dass das nicht geklappt hat, ne? Dass das nicht geklappt hat. Eigentlich schade drum, ne? Ha. Offensives Mittelfeld? Eher. Ich sehe ihn eher im Offensiven. Flexibilität, ehrgeizig, trainingsfleißig. 21, Dribbler. Mats Möller Daily. Jetzt will ich's wissen. Nee, ja, das hat, glaube ich, schon geklappt, ne? Mit der Ablöse, die wir da hatten, ne? 380, 390. So. Okay. In Verbindung setzen. Transfers, Transfervorbereitungen. Blickfeld. So, jetzt habe ich mal gerade eben nochmal rausgehauen. Ich habe eigentlich suchen wollen. Ich wollte eigentlich suchen, aber jetzt ist er mir so ins Auge gefallen. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass es nicht geklappt hat mit ihm. Deswegen nochmal so lieber. Hier gibt es auch noch einen Felix Lippmann, sehe ich gerade. Offensives Mittelfeld von Ahlen. Genau, Mats Möller-Deli. Ich will ihn in meinem Team haben. Ich will. So. Erste Mannschaft nochmal rein, Transfermarkt. Da müssen wir jetzt ein bisschen was investieren. Es ist einfach, es geht nicht ohne. So, ohne Geld kommst du ja auch nicht rum. Wenn wir mal reinschauen, ich glaube, wir sind auch noch im Plus, oder? Was Transfers angeht. Och ja, wir sind noch dicke im Plus. Wir haben Heinze geholt. Der war teuer. Heinze war teuer. Müssen wir schauen. Der ist dann für die defensive stabile Situation und dann Deli, Mats Möller Deli ist dann für die Offensive, wenn wir mit zwei Stürmern spielen. Ist das was? Das ist was. So werden wir das machen. Grigoris Marcos haben wir geholt, Montero, Lüding, Brinkmann, Wölfel. Da müssen wir auch schauen. David Wölfel, ne, ganz klar, momentan 59. Boah, ja. Oder bei uns hat er aber eine höhere Stärke, oder? Ne, gerade 59. Die scheiß Verletzung ist halt ärgerlich, ne? Am 13. noch eine Woche verletzt. Klar ist das ärgerlich, aber abwarten, was passiert. So, Holzapfel, Katzio muss man einfach mal ausblenden und ich glaube auch Lati darf man ein bisschen ausblenden. Wir wollen für die Offensive und dann, ich glaube, der Mats Möller-Deli, der ist wirklich, das, da muss ich jetzt ein bisschen was investieren. So, dann Finanzstatus, Budgetänderungen, runter von Transfers. Wie viel geht runter? 1,4, okay. Rauf auf Gehälter, ein bisschen Infrastruktur, noch ein paar hunderttausend. So, dann lässt sich auch wieder ein bisschen taktieren jetzt hier, das sieht schon besser aus, viel besser. Und Sponsor kommt ja auch noch einer rein. Der Prämien Krösos, Heinze und Farona Polidio Gehalt. Alles klar. Okay. Was steht denn noch an? Ich habe auch viele Sachen ein bisschen aus. Die Scouts, haben die noch was? Lumu haben sie, aber was soll ich mit Lumu? Rechts außen bringt mir ja auch jetzt nichts. Alter, 15. Unser ist es. 17. Ehrenreich. Erzgebirge Auer, aber defensives. Wir brauchen Verteidiger, Innenverteidiger, wenn überhaupt. Jugendspieler, Futsal beobachten, Jugendturnier beobachten, genau, Cageball beobachten, das sind die Scouts sind da drin. Wenn wir jetzt den Verein noch ein bisschen ausgebaut haben, können wir da noch ein bisschen mehr machen. Apropos Verein ausbauen, das ist auch nochmal so ein Thema, mache ich mal gleich. Als nächstes brauchen wir, glaube ich, hier den Parcours, ne? Wo ist denn das? Trainingsplätze. Kann man erhöhen. 18% weniger Verletzungen. Bedingungen, man braucht Trainingszentrum 8. Bedingungen, man braucht Fitnessparcours Level 3. Okay. 2% Bonus auf das Trainingszentrum.
Oh, 2% Fitnessbonus. Tada! 250.000 mal gleich investiert. Da haben wir immer noch 1,8 Millionen. Da geht noch was. Was geht denn noch? Straßenbahn, Stadion, Scouting, Büro. Nee, Plakatwand, Mietskaserne. Die bringen ja Geld ein, das ist immer schön. Medienzentrum, Jugendzentrum, Jugendstadion, Jugendinternat. Was haben wir denn noch gar nicht hier? Finanzzentrum. Teuer. Flaggenmast. Was bringt denn der Flaggenmast? Aktuelle Unterhaltskosten 0, neue Unterhaltskosten 650. Ein Flaggenmast hat nur repräsentativen Charakter, aber keinen praktischen Effekten. Ach Gottes Willen, bin ich denn Krösus? Jugendinternat, was fehlt uns denn noch? Schulungszentrum, was bringt das denn? Heimvorteil 5% größer, Auswärtsnachteil 5%, na perfekt. Und da nochmal 150 Mille reingeschubst. Sehr schön, okay. Dann haben wir das mal ausgebaut, das ist wichtig. Und als nächstes schauen wir einfach nochmal. Mats Möller Daily kommt vielleicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld für die Finanzen. Jetzt wird erstmal die Verträge verlängert. In der zweiten Mannschaft, das ist das Wichtige. So. Weil ja alle noch Vertrag haben, behalten wir sie auch. Kuschel mit einer 37. Ja, da wird es natürlich jetzt schwierig, ne? Wo setzt man an? Sagt man sich, ist er noch eines dieser Opfer, die wir jetzt in dieser Saison drin hatten? Nehme ich mal an, oder? Weil eine 40 sollten sie schon haben. Also einen Marktwert sollten sie dann schon irgendwie im Kader haben. Ja, muss ich mich von trennen. Okay, bei ihm verlängere ich nicht bei Kuschel. Aktion. Vertrag verlängern. Lehnt zu gegenwärtigen Zeitpunkt Verhandlungen ab. Lippmann. Lehnt Verhandlungen ab. Lochte. Lehnt ab. Özgül. Alle, was ist denn mit euch los? Alles klar. Okay, haben wir ein Problem. Alle wollen sie gehen. Also Kuschel kann ich ziehen, das aber Zapf nicht. Zapf auf keinen Fall. Spielergespräche gehen auch schon wieder keine mehr in der Woche. Auch schon wieder alle getätigt. Okay, Vertragsverlängerungen gehen aktuell nicht. Das heißt, trotzdem muss ich mir ein bisschen was aufsparen. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo ist noch eine Schwachstelle auszumachen? Große sehe ich jetzt keine. Bin eigentlich zufrieden. Gordon vielleicht mit der Form nicht ganz so zufrieden. Becker, Montero. Ja, Becker ist einfach da fitter. Montero auch, ne? Aber da ist die Fitness halt. Ich weiß nicht, wie weit die Fitness da eine Rolle spielt. Lieber lasse ich ihn dann in der. S ich lasse ihn mal reinkommen heute. Also ich lasse ihn mal reinkommen, weil Becker und Gursche kennen sich schon aus der Vorsaison. Die sind ein bisschen eingespielter, ne? Für den ersten Spieltag wäre das ganz toll. So, News Center. Mats Möller Daily, alles klar. Das probieren wir nochmal. Dann lassen wir ein bisschen was springen. Und jetzt will ich einfach mal schauen, was noch auf dem Markt steht, was ich noch so catchen könnte. Was ist denn sowieso hier auf dem Transfermarkt? Für spaßige Gesellen. Ah ja. Talent. Talent. Jetzt geht's los. So. 19. Borchmann, Eintracht Frankfurt, Kauf. Oh, guck mal die Gehälter, oder die Marktwerte. Wahnsinn, 2,5 Millionen bei Leipzig. Gott, schwimmen die in Kohle. 68. Eddie, Cottbus. Oh, da kommt noch was. 65. Chelsea, Wallace. Wallace! 2,7 Millionen. Lumu, ja klar. Immer noch im Urlaub. Der ist länger im Urlaub, als Urlaub geht, glaube ich. Der kommt gar nicht zurück. Nee, das war es wohl, ne? Jupp, 60 noch einer. Jo, da sind 60er noch ein paar dabei. 23, 29, Fivey. Mexikaner, Espericueta. Marktwert, Alter. Zentrales George. Jorge Espericueta. Aber eine 60, Leute. Das ist jetzt auch nicht, ne? Ich kann ja mal scouten. Gehalt geht ja. Aber Marktwert ist schon brachial. Hier. Gucken wir uns mal an, ne? Espericueta.
Niang, bei Niang. Boah, wäre ein Traum, ey. Aber glaube ich nicht. Funtas. Bei Bologna. Ansonsten, ich habe ihn nur gescoutet. Das ist ja meistens über hier. Die Dinger ist ja auch ziemlich teuer. Sind ziemlich gute Spieler dabei. Hier ist auch nichts dabei, leider. Also zumindest nichts, was man bezahlen kann. Wenn ich mir anschaue, die Gehälter. Geht sogar. Djibril Cissé wird sogar gehen. Ist ja geil. Mit 34. Aber wo soll ich den hinstellen? 1 Million. Erik Abidal. Wie geil wäre dann, wenn du Abidal einfach mal in die Mannschaft holst, ne? Aber es ist so abwegig. Robbie Keane genauso. Natürlich auch Malouda. Florent Malouda. Und Cambiasso ebenfalls. Krass. Ich schau nochmal rein. Was kriegen wir denn für das Geld? Nur realistische, maximale Marktwert, wie immer 1 Million. Was kriegen wir überhaupt für das Geld? Da bin ich mal gespannt. Wenn es 3,5 Sterne sind. Oder kriegen wir sogar mehr Baumgartner bei Cottbus? Okay, jo. Da hätten wir einen Brecher. Gehalt geht noch, aber da wird wahrscheinlich auch das Doppelte verlangen wollen. Hosni bei Ägypten. Jussi. Daniel Neuen. Campagnaro. Heidenheim. Borchmann. Ich guck mal so ein bisschen durch, was am Start ist. Traoré. Aber das Gehalt, Leute. Fabian Schnellhardt. Ja, was ist jetzt die Frage jetzt? Nimmst du den Schnellhardt? Schalke Zweite. Machst ihn zum Lord bei dir? Oder nimmst du denn doch den Mats Möller-Deli und kommst günstiger weg? Ich tippe jetzt mehr auf den Mats Möller-Deli, muss ich ehrlich sagen. Obwohl der toll aussieht, ne? Also so von den Werten, ne? Super geil. 1,80 groß, ein bisschen klein, aber alle anderen Werte scheinen hier richtig gut zu sein. Der ist immer dabei, der Schieber ist immer dabei. Akbom, Gerst, Berber, Jiraschek, Aydin. Kader Keita. Niklas Süle. Wo ist denn der gerade? Moraka. Moraka. Was für ein Gehalt hat denn der? Süle ist Innenverteidiger. Wo ist denn der gerade? Was macht denn der da hinten? Moraka. Wo ist das denn bitte? Südafrika. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Mein Niklas Süle ist schon eine Hausnummer. Für 185.000 haben sie geholt. Er hat jetzt schon einen Marktwert von 500.000. Aber wie kann er sich denn weiterentwickeln? Gar nicht, oder? Professionell und Felsen der Brandung mit 20. Also muss ich mal im Auge behalten. Das ist mir ja kurios hier. Alou Diarra. Haha. Ist das wieder der Azpilicueta. Kolb. Stürmer. 60. 3,5 Sterne. 20 Jahre alt. Was? 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 hallo? Was ist das denn hier für eine Geschichte? Darmstadt. Olilie, Olilie, Olilie. Hören wir nicht mehr dieses Jahr. Außer in der richtigen zweiten Liga. Okay. 3 Jahre für die zweite Mannschaft. Warum nicht? Christian Reis. Adam gibt es Reis. Göppert, Torwart mit einer. Aichi-Check. Oh ja, ein bisschen teurer der Kerl. Also richtige Brecher sind keine dabei, ne? Außer Schnellhardt. Aber wenn ich Mats Möller-Deli hole, brauche ich keinen Schnellhardt. Marcel Kramer. Sturm. Was? Aber er ist 30. Timo Werner. Ja, klar. Warum ist der Strafraumstürmer? Ist Werner? Ist Timo Werner Strafraumstürmer? Ich habe den mehr im Mittelfeld in Erinnerung. Oder? Strafraumstürmer. Okay, wenn es so ist, ist es so. Baumgartner.
Ach, ist halt teuer, ne? Ablöse teuer. Auch wieder Stürmer, haben wir schon. Wo ich lieber den anderen da. Den, wer war Kolb? Hieß er Kolb? Wo ist Kolb? Esperüge. Da, David. Was? Okay, haben wir da was gefunden, aber so richtig Verstärkung finden wir nicht, ne? Wo wir sagen würden jetzt, juhu, da haben wir einen richtig starken, da gucke ich nochmal vielleicht anders. Und zwar so. 70 plus. Ich mach alles. Nee. Prestige ist es, Leute. Abgegeben. Alles klar. Ja, ich denke, es reicht. Es ist zu Genüge getan worden. Jetzt gehen wir rein. Wie gesagt, das wäre dann mit dem Kolb. Ja, der Kolb geht, ist für die zweite gedacht. Mit dem der Heinze kommt. Mit dem Mats Möller-Deli, wenn das noch klappen sollte, wäre das denn mit Wölfel so die offensive Variante? Im Wechsel. Mit zwei Stürmern und einem Offensiven. So probier es jetzt mal hier in der Geschichte. Bin mal gespannt, wie das läuft. Wir sehen es. Textmodus auswärts gegen Dynamo Dresden, meine Lieben. Nächste Folge ist der erste Spieltag. Es geht los. Bis dann. Halle die Ohren. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Wir können mal kurz durchklickern. Karriere, yo. Oh, Karriere, das ist immer ganz geil, wenn man Sprachen lernt. Sprache lernen. Was habe ich denn mittlerweile gelernt? Franz, Englisch habe ich schon auf eine 15. Spanisch lerne ich auch. Nee, ich will Holländisch oder sowas. Schwedisch. Dänisch. Dänisch. Französisch, Spanisch. Was nehmen wir jetzt? Dänisch oder Holländisch? Holländisch. Weil ich es kann. Ja, Lahm! Fußballgott. So. Weltmeisterlich, die Geschichte. Dann würde ich sagen, die Freundesliste. Muss Lee, wie geht's denen eigentlich? Gut, ne? Und Halimi müssen wir ein Auge drauf behalten, was der Beste macht. Aber der spielt ja eh noch bei uns in der Liga, oder? Halimi. Nee, der ist ja, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Der ist ja zum HSV gewechselt. Oh, 5 Tage verletzt. Grüll. Oh, hatte der Werte. Ey, hatte der Werte. Guckt euch das mal an. 89, 83, 84, 2, 6, 80. Alter Falter. Ist der gesetzt? 12 Millionen Marktwert jetzt. Ja, weil er jetzt aus einem stärkeren Verein gewechselt ist, ne? Oh, da hätte man nochmal mehr gekriegt. Naja, komm, wir mussten ja abgeben. Wir mussten ja. Halimi, Fußballgott. Natürlich im Blickfeld behalten. So ist das. Marco Halimi ist der Bruder oder was? Nee. Nee, hat keine Brüder. Er hat keine Brüder. Robert und Marco gehören nicht zueinander. So. Das haben wir. Jugendcamps brauchen wir nicht. Ist ja Blödsinn, Jugendcamps, ne? Kostet 7 Millionen, 14 Millionen. Das Geld kannst du auch lieber in eine schöne U23 aufbauen, da hast du mehr von. Jugendcamps, Quatsch mit Soße. Finanzstatus, ja, da sitzen wir noch ein bisschen drin. Da müssen wir abwarten, jetzt, wenn alles rum ist, wenn Transferfenster dazu ist, schaue ich, was noch ausgegeben werden kann und dann müssen wir schauen. Ich hoffe ja, dieses Jahr durch die Trikot, natürlich Trikot zum einen, Merchandising wird durch die Decke gehen im Vergleich zum Vorjahr. Und eben, weil wir auch eine relativ günstige Mannschaft noch haben für die zweite Liga, profitieren wir, denke ich mal, am besten auch von den Geschichten rund um die Eintrittspreise für Stadion. Das ist auch nochmal eine schöne Einnahmequelle. Plus noch einen Hauptsponsor finden, das ist auch nochmal so eine Story. Oder haben wir jetzt, habe ich jetzt einen? Nee, haben noch keinen. Nee, wollte gerade sagen. Kartenverkauf, genau, hier sind wir ja drin. Ihr seht, alles ausverkauft. Haben wir gut gemanagt, würde ich sagen. Gut gemanagt, dann kommt schon. Oh Gott, jetzt spielen wir gegen Lübeck, dann gegen Braunschweig. Lübeck haben wir schon, Liga. Aber es war die zweite Mannschaft. Ah, die zweite, alles klar. Aber hier, Braunschweig, dann Aue schon. Also das nächste im Heim, dann kommt ein Heimspiel und dann schon Aue Heimspiel. Pokal. Wir machen aber Braunschweig, machen wir zu Hause, machen wir 3D, aber gegen Aue dann Pokal, machen wir Textmodus. Da bin ich auch mal gespannt. Gegen den Erstligisten. Aue ist in der ersten Liga, Leute. Ja, lass knacken. Jetzt geht's los. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich gehe nochmal rein, guck. Trikots, Merchandising, Kartenverkauf. Jo. Ah, da hätten wir doch was. Teamdynamik. Team. Oh. Was ist denn hier bitte los? Okay, so, Stammspieler. Die Teamdynamik ist ja am Boden. So, Heinze. Du wirst in der Regel spielen.
Und Wolf. Markus. Gottes Willen, die Teamdynamik ist ja voll am Arsch. Kühn. Stammplatzgarantie. Jo, hat er. So, ich mach's trotzdem mal. Ziereis, Gusche. Polido. Stammplatzgarantie. Von Anfang an nicht, nee. Okay. Teamhierarchie. Haider ist der Chef. Kühn ist der Kapitän. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. So viele Spieler, die werden gar nicht aufgeführt hier, ne? Ich sehe einige Spieler, die sie vielleicht abgeben sollten. Haben wir denn hier irgendwie Probleme oder was? Was ist denn hier los? Versprechen? Spielermatrix? Ist doch alles cool. Ist doch alles geil. Oh. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Unfaire Gehälter. Ja, mit den Gehältern werden wir noch ein bisschen Probleme bekommen, wahrscheinlich. Oh, was ist denn das hier, ey? Gespräche, zu wenig Gespräche geführt, wahrscheinlich. Haider. Claude Guillot. Ich habe keine Gespräche frei mehr die Woche. Ja, deswegen geht's auch nicht. So, wer verdient unfair? Unterschied 309%. 225.000. 55.000 bloß. Bei einem Marktwert von 700.000. Yo, das ist natürlich, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Aktogan anheben. 181%. Gusche verdient so viel. Und was, Wolf? Alter. Ja, ich habe da geschludert. Ich habe da geschludert. Aktion. Ja, da muss ich jetzt eine halbe Stunde klicken, ey. Wahnsinn. Ich heb's ein bisschen an, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht nichts Besonderes mehr. Lasst euch da nicht täuschen. Immer nur rumklickern hier. Grundgehalt, Aktogan. Das ist ja Wahnsinn. 300%. Vor allem der Gusche, der ja nicht wirklich viel besser ist, ne? Verdient so viel. Ihr seht, noch brauchen wir ein bisschen Gehaltsbudget. Und verlängern müssen wir mit den Jungs auch hier in der ersten Mannschaft mal langsam. Die mal halten wollen. Wo ist denn jetzt angekommen? Bei 9 erst. Grundgehalt. Ey, der hat bloß 50.000 verdient. Wolf ist genau das gleiche. 8.000 erhöhen. 8,5. Irgendwann geht es dann richtig schnell. Aber man kann immer nur 10% erhöhen. 9. Jetzt kommt bestimmt 9,5, oder? Oh, komm schon. 10. Kommt jetzt direkt 11 wenigstens, oder? Jupp. Direkt 12 hinterher. Jetzt wird es dann schon spaßiger. 13. 14. Ja, ich bin hier fleißig am Erhöhen, Leute, ihr seht's. Anders, ich glaube, verlängern wollen die noch nicht. 11. So, jetzt gucken wir doch mal, wie das Gehalt alles aussieht. Ja, es geht schon langsam. 120. Ich muss noch ein bisschen hoch. Hier auch. 150 erst. Okay. Okay, ihr seht, die Gehälter sind's. Da geht's schon ein bisschen hoch, sehr schön. Wer ist denn noch krass? Wirt. Am meisten Wert, wisst ihr, aber am wenigsten Kohle. Ja, okay, bei ihm ist natürlich. Bei Latte. Brinkmann kriegt 140, 130.000 Gehalt. Ja, müssen wir alles anheben. Müssen wir alles noch anheben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. 3D-Spiel. Textmodus gegen Dresden natürlich. Macht's gut. Ciao, ciao.